Schön, dass du da bist. Hast du dich schon einmal gefragt, was ein Kirchendach, die Pyramiden von Gizeh, ein Zelt und ein Stativ gemeinsam haben? Genau, richtig erkannt. Es handelt sich immer um eine Pyramide. Und genau das ist auch das Thema des heutigen Videos. In diesem Video geht es darum, dass du die Merkmale und Eigenschaften einer Pyramide kennenlernst und eigenständig eine Skizze anfertigen kannst. Außerdem lernst du die Pyramide korrekt zu beschriften. Denn Pyramiden gibt es eben nicht nur in Gizeh in Ägypten, sondern sind auch bei uns, wie du gesehen hast, überall zu finden. Ich heiße Hannah und freue mich nun darauf, gemeinsam mit dir in die Welt der Pyramiden einzutauchen. Lege dir dafür bitte ein Geodreieck, ein paar Blätter Papier und einen Bleistift zurecht. Drücke dafür kurz auf Pause, um dir alles herzurichten. Bereit? Los geht's! Die Pyramide ist ein mathematischer Körper, den ich mit dir nun genau untersuchen möchte. Also, was haben wir denn da so? Genau, wir haben eine Grundfläche. Da steht die Pyramide darauf. Und dazugehörige Flächen auf der Seite, auch Seitenflächen genannt, welche alle zusammen als Mantelfläche bezeichnet werden. Diese Seitenflächen haben bei der Pyramide jeweils die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks. Außerdem laufen die Seitenflächen spitz zu und bilden somit eine Spitze über der Grundfläche der Pyramide. Es gibt unterschiedliche Pyramiden, die je nach der Form ihrer Grundfläche bezeichnet werden. So gibt es zum Beispiel die quadratische Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Die Pyramiden von Gizeh sind somit quadratische Pyramiden. Dann gibt es auch dreieckige Pyramiden mit einem Dreieck als Grundfläche, wie etwa das Stativ von vorhin. Eine Pyramide mit einem Dreieck als Grundfläche hat außerdem einen ganz besonderen Namen. Du kannst nämlich auch Tetraeder zu ihr sagen. Zudem gibt es rechteckige Pyramiden mit einem Rechteck als Grundfläche oder etwa auch sechseckige Pyramiden mit einem Sechseck als Grundfläche. Wie bereits erwähnt, besteht eine Pyramide aus einer Grundfläche, deren Seiten wie gewohnt mit Kleinbuchstaben bezeichnet werden. Die Seitenkanten der Seitenflächen hingegen werden mit einem kleinen S beschriftet. Nicht zu vertauschen mit dem großen S, mit welchem die Spitze der Pyramide bezeichnet wird. Die Höhe der Pyramide, welche vom Mittelpunkt der Grundfläche im rechten Winkel zur Spitze verläuft, kürzt man mit einem kleinen H ab. Nun bist du an der Reihe. Probieren wir gemeinsam eine Skizze einer quadratischen Pyramide zu zeichnen. Die Grundfläche besteht dabei, wie soeben erwähnt, aus einem Quadrat. Da die Pyramide jedoch von vorne betrachtet wird, wirkt die Grundfläche verzerrt und gleicht der Form eines Parallelogramms. Fertige daher eine Skizze eines Parallelogramms an. Pass dabei auf, dass die gegenüberliegenden Seiten parallel zueinander sind. Klicke dafür kurz auf Pause und vergleiche anschließend deine Lösung mit meiner Skizze. Sehr gut! Nun werden die Diagonalen der Grundfläche eingezeichnet, indem die gegenüberliegenden Eckpunkte miteinander verbunden werden. Somit erhalten wir den Mittelpunkt der Grundfläche. Um nun die Spitze der Pyramide einzeichnen zu können, zeichne vom Mittelpunkt der Grundfläche senkrecht die Höhe der Pyramide ein. Verbinde anschließend alle Eckpunkte mit der Spitze. Super, du hast es geschafft und deine erste eigene Pyramide gezeichnet. Versuche nun, alle Seiten und alle Eckpunkte der Pyramide zu beschriften. Drücke dafür erneut auf Pause und vergleiche anschließend dein Ergebnis mit der Lösung. Hast du alles richtig beschriftet? Wenn nicht, dann schau dir das Video am besten gleich noch einmal an. Andernfalls kannst du nun dein Wissen zu Pyramiden erweitern. Falls du neugierig bist, wie die Oberfläche und das Volumen einer Pyramide berechnet werden, dann schau dir das passende Video Basic Pyramide Oberfläche oder Basic Pyramide Volumen an. Dort lernst du die Formeln zur Berechnung von Oberfläche bzw. Volumen kennen und kannst zudem selbst probieren,
Oberfläche und Volumen verschiedener Pyramiden auszurechnen. Bis zum nächsten Video!